Na, ihr Rallis, moin. Ja, wir sind vorm Hebel stehen geblieben und ohne weitere Umschweife ziehe ich den jetzt einfach. Mel, if you don't use the lever, we're not going anywhere anytime soon. Ich hab ihn doch schon gezogen, Junge. You ready, Mel? Was muss ich denn jetzt tun? Muss ich auf diesen Aufzug hier drauf oder was? Aha. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich habe ja schon so ein bisschen düstere Vorahnungen. Ich gucke mal. Ich will mich jetzt auch nicht hier zu sehr, unter Druck setzen lassen. Aber Kinder, es könnte sein, dass wir bald vorbei sind. Es könnte sein, dass das Spiel bald vorbei ist. Ich weiß es aber nicht. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. So ein Ladebildschirm kann auch manchmal unerträglich scheiße sein, ne? Na komm schon, gleich haben wir es geschafft. Na? Look, Mel, I just wanted to say something. I couldn't have done any of this without your help. If it wasn't for you, I'd still be stuck down there in the junkyard offices. Probably my battery backup would have run out in a few days. So, thanks. Jo, kein Ding. Wir sind jetzt in Kapitel 5. Let's get this done. Whatever happens, I believe in you. Really? Organic threat and mechanical threat number one detected in central hub. Countermeasures activating. All right, so in order to get to the Aegis core, we need to turn on the power, unlock the doors, and replace the turrets. Once that's done, we should have a clear shot at Aegis. Let's get going. Ja, machen wir. Ich bin gespannt. Okay, die Dinger können wir nicht mitnehmen. Es gibt verschiedene Wege. Nee, gibt's nicht. Es gibt nur zwei Wege. Den direkt zu Aegis und den über dieses Labor. Macht er die Tür denn auf? Ja, interessant. Und wenn wir hier durchgehen, werden wir einfach gefletscht von den Türmen, oder was? Ah! Okay, also diese Türme sichern den wahrscheinlich. Und um diese Türme geht es, dass wir die irgendwie fletschen. Kann ich die nicht mit diesem komischen Klemmbrett abwerfen? Nee. Okay, also die wollen wir umprogrammieren. Ziel formuliert. Wir können da auch nicht irgendwie ein Portal drüben setzen und das Ganze ein bisschen abkürzen. Nee. Okay, dann machen wir das jetzt so. Bin gespannt. Das war eine schlechte Software, die über den Menschen so eine Kontrolle ausüben kann. Oder Hardware oder was auch immer. Aegis, wie auch sein mag. So, erstmal ein bisschen Spaß haben. Und jetzt aber wieder ernsthaft werden. Okay, hier sind auch Türme. Das ist ganz schön viel. Ganz schön gefährlich alles hier, was ihr hier macht. Gehen erst. Du wirst gefletscht und... Du auch. Scheiß Turrets. So. Erstmal die ersten Bedrohungen ausgeschaltet. Das heißt, wir können vorankommen. Das ist doch mal gut. Ja, Leute, sowas finde ich ja schon wieder gut. Turrets fletschen hoch 70. Das ist der Traum. Ist hier irgendwas? Nö. Oh, ein Spiegel. Sehe ich mich da drin? Okay, den können wir aber auch mal putzen. Hier ist ja ekelerregend. Hierdurch? Authorized personal only. Ich bin wohl nicht authorized genug. Also müssen wir hier durch. Saving. Every vent in there is filled with those turrets. We pulled up every last one of them a long time ago. Okay, also gefährlich. Alles gefährlich, sehe ich ein. Hier ist erstmal wieder nix. Oh? Nee. Optische Täuschung. Wir können hier zwar unten drunter herkriechen, aber ich sehe noch nicht den Nutzen davon. Also lassen wir das lieber. Solange das nicht unbedingt nötig ist. Okay, also müssen wir hier oben lang. Gibt gar keine andere Möglichkeit. Wie das Spiel einem immer mehrere Wege vorgaukelt und es nie welche gibt. Hierdurch geht. Hierdurch geht nicht. Hier drauf geht auch. Aha. Aber hier ist wahrscheinlich wieder nichts. Ich kenne das Spiel doch mittlerweile. Ich meine, wir können hier zwar diese Röhre entlang latschen.
Aber hier ist nichts. Wir könnten nichts tun hier. Nee, okay. Wahrscheinlich hätte ich das Spiel schon dreimal durch, wenn ich nicht immer andere Wege gehen würde. Aber ich finde das schön. Okay, Mel, I'm reading that the generators are offline. Only way that the security systems can come online is to turn on those generators. But according to my research, the manual startup is over in the control room for generator 2. And it's locked. The control room for generator 1 has a manual security override though. Give it a try. What's the worst that could happen? Sterben. Aber das sind wir ja schon gewöhnt. Also, weiter. Generator Room 1. Wo ist der? Da steht eine 1, da ist er wohl da. Aber hier ist nicht der richtige Weg, oder doch? Hier kommen wir lang, auf jeden Fall, das ist schon mal was. Da ist ein Hebel, den möchte ich erstmal noch nicht ziehen. Erstmal gucken, wofür wir den gebrauchen könnten. Das ist wohl der Generator oder sowas? Keine Ahnung. Da kommen wir nicht rein. Alles artig, hier ist 2. Achso, das ist jetzt Generator Room 2, genau. Das heißt, ah ja, ich verstehe. Wir sind jetzt hier in den beiden Generatorräumen, die er gerade noch so lustig angesprochen hat. Und hier bin ich in einer Sackgasse. Wir müssen außen rum. Und wir müssen jetzt irgendwie diese manuelle Überbrückung einleiten im Raum Nummer 1. Das wird wohl mit diesem Hebel gehen. Versuchen wir mal unser Glück. Okay, I was wrong. That was a bad idea. The security systems kicked in. You can't open the doors from the inside anymore. Hurry, find a way to turn that other generator on and then get out of here. Ja, das war wirklich eine super Idee. Man, habe ich hier irgendwo eine Portalfläche? Ja, oben, aber an der Wand. Ja, warte mal, wir müssen alles zerschießen lassen. Komm, mach die Wände kaputt. Oh nein. Hier, schieß doch mal. Danke. So kommen wir hier immerhin raus. You just... How did you... Well, I guess manual bypass does work, doesn't it? Good work. That's the first part. The security systems are now online. Oh, wait. I didn't think this through, did I? Offenbar nicht, ne? So, ich muss jetzt schnell hier durchrennen. Hier kann ich schützen. Ah, deswegen sind diese Wände, damit man hier immer wieder irgendwelche Schutzmöglichkeiten hat. Ach so, Moment, ich verstehe, was ich machen soll. Ich soll die Turrets das hier zerschießen lassen, damit ich dort rein kann. Aha. Nur wie... Wo ist eine Portalfläche? Da. Zack. So, wo ist der Hebel? Da. And all right, now that we have the power turned back on, we need to go to the security room overlooking the bridge to the Aegis Core. Now that the security doors have unlocked, we should be able to get there. Okay, zumindest sind diese Turrets wieder weg. Komme ich hier wieder raus? Ne, ich muss wieder denselben Weg gehen. Macht aber nichts. Das schaffen wir... hier zurück wahrscheinlich, ne? Okay, wir haben diese Generatoren jetzt eingeschaltet. Dann gehen wir jetzt wahrscheinlich wieder einen Teil des Weges zurück und müssen irgendwo einen... Oh. Macht nichts. Ich habe zum Glück diesen Abschnitt ja gerade schon unfreiwillig oder aus Versehen, sagen wir mal so, gemacht, indem ich einfach hier über diese Röhre zurückgegangen bin. Das sollte ja funktionieren, oder sehe ich was falsch? Yep. Jupp-didi. Diese rote Barriere, die kümmert mich kein Stück. Ich komme hier trotzdem zurück. Skali der Rally. So. Da kann ich jetzt hier lang? Nee. Wo geht's jetzt lang, wo es vorher nicht lang ging? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ganz am Anfang, da waren ja so dieser komische Knotenpunkt, wo 4 Wege waren und 2 von diesen 4 waren versperrt. Ich nehme an, dass jetzt einer dieser Wege sich geöffnet hat, weil ich nehme an, durch den Weg kommen wir hier noch nicht. Nee, hier ist jetzt sogar eine anständige Barriere. Okay, also müssen wir jetzt... Hier kommen wir nicht lang in die Turret Factory, aber wir kommen jetzt in den Security Testing Access. Ja, das hat er ja auch gerade gesagt. Alles artig. Das kriegen wir hin. I think that might not be as easy as I once thought. Aegis has done quite a bit of redecorating on these catwalks. Good thing you got a portal gun. Ich bin gespannt, was mich hinter dieser Tür erwartet, Herr Virgil. Bis jetzt sieht es ja noch alles artig aus. Hier lang? Nee. Und geradeaus. Solange keine Turrets da sind. Ah.
these things have turrets? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen unsinnig, aber die kriegen wir auch kaputt. Komme ich irgendwie darüber? Also da ist auf jeden Fall blaue Suppe. Das bringt erstmal noch nichts. Ah, hier. Immer wieder schön Turrets durch Suppen einflüsse zu fletschen. So, damit hätten wir das erledigt. Kommen wir da eigentlich auch rein in diese Kammer? Keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin, ich sehe gerade keine Möglichkeit, in diesen Raum zu gehen, weil wir hier draußen keine Portalfläche haben. Okay, ich könnte hier rüberspringen, aber ich gucke erstmal, ob das wirklich nötig ist, weil ich möchte jetzt nichts riskieren. He's got another one coming, and I think this one took out the catwalks before. Avoid those turrets and get to the security room. Okay, wir können ja hier unten lang. Hier unten ist alles artig, aber ich nehme mal an, dass wir hier unten nicht reinkommen. Natürlich. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Aber wahrscheinlich müssen wir uns jetzt wieder die Soße holen, die wir gerade schon hatten, damit wir die jetzt auf diese Turrets fletschen können. Also machen wir da mal das blaue Portal bereit. Ja, oder wir machen es noch einfacher und schicken die weg. Nee. Ey. Warte mal, der zieht. Damit könnte ich mich in diesen Raum bewegen. Haha. Das ist mit Sicherheit ein bisschen richtig. So, wenn ich jetzt noch einen Würfel hätte, könnte ich da raus. Aber... Ach doch, warte mal, da kommt einer. Da kriegen wir einen Würfel. Aber aus dieser ganze, diese ganze Testkammer ist so schlecht verbunden, dass das Blödsinn ist. Offenbar nicht funktionsfähig. Okay, dann müssen wir wohl hier rein und jetzt uns in die Höhle des Löwen begeben. Hier sind jetzt jede Menge Turrets. Dort unten aber. Na gut. Die kriegen wir gefletscht. Na ihr? Rallies. Das ist ja ein Träumchen. So, dort ist jetzt... den Würfel kriegen wir aber. Genau. Den nehmen wir jetzt auch mit. Kommen wir denn jetzt wieder hier raus? Hier unten war doch ein Gang. Genau. Oh. Irgendwas habe ich kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Ich lasse den Würfel erstmal hier liegen und gucke, was hier oben ist. Ob es nämlich da lang geht oder durch diese Tür da unten, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ne, hier geht's nicht lang. Okay. Dann müssen wir wohl durch die Tür. Wie wir es gerade eigentlich auch schon mehr oder weniger gesagt haben, ne? Wir lassen uns durch diesen Strahl da ziehen. Das hatten wir ja gerade schon so halb. Nur hatten wir da eben noch nicht den Würfel, der uns dafür weitergebracht hat. Ich finde, das ist doch ganz cool gemacht hier, auch wenn ich, wie ihr ja wisst, die Testkammern im Prinzip etwas besser finde. So, jetzt, ach so, stimmt, wir müssen jetzt doch wieder das Portal dort so schießen, dass der Strahl uns hierher reinzieht. So etwa. Wunderbärchen. Und dann müssen wir da raufhüpfen. Und zwar ganz rauf. Nee, ganz rauf. Nein, 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 ganz rauf, Kinder. Wop. Ah, schon mal nicht schlecht, aber... Ich muss da irgendwie ganz rauf, das kann doch nicht sein. Ach, Kinder, das ist jetzt doch nicht euer Ernst, dass ich da nicht hochkomme. An sowas scheiße. Ach so, warte mal, ich kann ja. Halt, warte mal. Das geht doch einfach so. Zage die, zack, zack. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass wir diese Tür damit aufkriegen. Der Schalter ist ja auch gedrückt, nur ist das der Tür scheiß egal. Dann sind wir doch falsch. Na, was sollen wir denn dann machen? Komme ich hier überhaupt im Moment wieder raus? Ich glaube nicht. Bin ich jetzt hier eingesperrt?
Rallies. Da geht's nicht lang. Doch, da geht's lang. Ja, dann war das falsch. Okay. Müssen wir anders machen. Ich meine, ist ja auch Quatsch. Die Testkammer ist hier einfach reingeschippert worden. Warum sollte ich durch die Tür gehen können? Aber es hätte ja sein können, dass es klappt. Man muss ja alle Sachen mal versucht haben. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich diesen Traktorstrahl benutzen. Komm schon. Und den auf dieses Portal hier, auf diese Portalfläche hier lunzen. Aber... nee, das ist Quatsch. Das hat uns nicht weitergeholfen. Ich bin etwas überfragt dort. Wo muss ich denn lang? Also, wo will ich überhaupt hin? Ich nehme an, dass ich auf diesen Steg, der hier gegenüber liegt, möchte. Nicht, ja, ich hätte gedacht, dass es vielleicht durch diese Tür klappt, weil die Tür... ja, oder man bringt sich einfach um und versucht es dann nochmal. Das geht natürlich auch. Ja, eigentlich finde ich den Abschnitt gerade doch ganz cool gemacht. Auch wenn er nicht so ein richtiges Portal-Feeling hat, ist doch ganz nett. Muss man ja sagen. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Ach, warte mal, was war denn hier, wenn ich darauf den Würfelknopf... Der triggert sich, ne? Ah! Ja, das erklärt alles. Hätte ich mal früher drauf kommen sollen, dass ich einfach den Würfel hier lasse und dann ist das ja alles gar kein Problem. Och, hör auf zu randalieren. Dann ist das ja alles gar kein Problem, weil dann kann ich den Strahl jetzt andersrum auf diese Fläche hier legen. Ja, ich habe diesen Würfelknopf einfach nur nicht gesehen. Und dann hier entlang. So, da wäre die Tür, die hat mich tatsächlich nicht weitergebracht, sehe ich jetzt ein. Wie komme ich jetzt denn hier raus? Ah, aus irgendeinem Grund ist dieser Strahl einfach verschwunden. So, hier ist der Security Room. Kinders, den Security Room betreten wir beim nächsten Mal. Ja, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, seid so nett. Lasst mir einen netten Kommentar, eine positive Bewertung und ganz viel Liebe da. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Macht's gut und bis dahin, euer Scuddy der Rally. Moin.